Wie sieht denn zum Beispiel so die Aktienstrategie von Christoph Innerhofer aus? Ja, man muss die Nvidia von morgen suchen. Also, deswegen, es macht eigentlich, man muss sich nur so umrechnen, man darf eigentlich solche Sachen nicht kaufen. Oder es gibt 15.000 Kryptowährungen, die braucht kein Mensch. Mhm. Oder zurzeit sind Aktien mit den 10, 20, 30, 50-fachen von Umsatz bewertet. Mhm. Und das ist mir dann zu viel Risiko. KI, Cybersecurity, sind das so Themen für dich? Nein, meine Themen sind mehr... Herzlich willkommen bei Aktienlust, der Investment Talk. Und das Ganze hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Ja, eine Rubrik, wo wir ja bekannte Persönlichkeiten danach befragen, wie denn so ihr Anlageverhalten ist. Und heute freue ich mich ganz besonders, Christoph Innerhofer hier an der Börse begrüßen zu dürfen. Normalerweise ist er ja eher in den Bergen unterwegs. Skifahren, das ist nicht nur seine Passion, sondern im Prinzip sein Leben. Das muss man ja fairerweise sagen. Aber ich habe gesehen, neben zwei Olympiamedaillen, 3 Medaillen bei Weltmeisterschaften, dazu 6 Weltcupsiege und 18 Podiumsplätze. Anlegen, Börse, ist schon deine Passion. Oh ja, also freut mich hier zu sein. Mhm. Es ist absolut meine Passion. Schon seitdem, als ich eigentlich fast Skifahren tue. Mit 14 habe ich schon meine ersten Aktien gekauft und freut mich, heute hier endlich mal an der Börse zu sein, weil... Das ist mein erstes Mal. Ich meine, wir Männer können ja über unser Alter sprechen. Mit 14 angefangen, du wirst dieses Jahr rund, nämlich 40. Heißt, du hast jetzt mittlerweile auch schon einen langen Anlagehorizont, 25, 26 Jahre in dem Bereich dann auch. Ja, also eigentlich auch schon viele Höhen und Tiefen mitgemacht, mit Krisen und mit euphorischen Zeiten, wo einfach neue Generationen an den Markt geströmt sein. Und man glaubte, es geht nur alles in eine Richtung, vor allem halt beim Hightech-Boom. Und ja, ein bisschen am Anfang gleich ein blaues Auge habe ich mir auch geholt, aber das wäre eh gut. Dann bremst man sich mal und man studiert wieder und liest und fängt danach mal gemütlich an. Wie wir an der Börse sagen, Schmerzensgeld zahlt man. Zuerst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Wer hat dich denn mit 14 tatsächlich zur Börse gebracht? War das eigenes Interesse? Hast du Familie gehabt? Wie bist du darauf neugierig geworden? Eigentlich eigenes Interesse. Ich bin ziemlich ein Zahlenfreak und auch in der Schule waren eigentlich meine besten Fächer Mathematik und BWL, also Betriebswirtschaft. Und da musste ich eigentlich überhaupt nicht lernen. Und ich wusste eigentlich alle Zahlen oder Rechnungsvorgänge von alleine. Und deshalb auch diese Passion für die Nummern. Und bei Skifahren ist das Gleiche. Ich weiß heute noch von vor 10 oder 15 Jahren die Zeitabstände zu den Kollegen. Okay. Deswegen ein bisschen die Passion für Zahlen. Und dann generell einfach das Interesse einfach. Was passiert auf der ganzen Welt? Und sobald ich angefangen habe zu reisen, ich meine, ich bin mittlerweile seit 2006 im Weltcup und das Spannende ist einfach, das zu verbinden. Man liest sehr viel, aber man reist dann auch in verschiedene Länder und man sieht dann, ist das tatsächlich so? Sind da tatsächlich dann wirtschaftlich voraus oder wie gehen die Leute in Argentinien mit der Hyperinflation um? Und das macht eigentlich mein Thema spannend, die Welt bereisen und mit den Augen offen durch die Welt zu gehen. Also über die Tellerränder auch hinauszuschauen, das ist ja an der Börse wichtig, nach politischen Gegebenheiten auch zu schauen, was ist in den Ländern dann so los. Aber wie sieht denn zum Beispiel so die Aktienstrategie von Christoph Innerhofer aus? Ja, hat er da eine Strategie, wo er sagt, oh, ich gehe in Aktien, ich gehe in ETFs, ich gehe lieber in Gold, wie sieht es bei Immobilien aus? Was ist da so dein Fokus? Ja, ich glaube, der gute Mix macht es aus, also dass man gut diversifiziert ist. Mhm. Ich habe ein wenig Rohstoffe, Immobilien, Grundstücke und Großteil aber Aktien. Dass, viele Leute wissen gar nicht, was wäre das Glück ist, dass man eigentlich darf in Aktien investieren. Man darf sich an dem weltbesten Unternehmen beteiligen, wo der beste CEO sitzt, was sie finden können. Und man investiert ja meistens in die Produkte, die man selber gern mag. Das heißt eigentlich, indem du das Produkt kaufst, verdienst du eigentlich dadurch mit, beziehungsweise du bezahlst es ja gar nicht, weil du irgendwie dann durch die Dividenden, wo ein Teil von Gewinn ausgeschüttet wird, dich wieder beteiligst. Also grundsätzlich 90% vom Portfolio rühre ich aber überhaupt nie an. Mhm. Also das sind wirklich viele Dividendentitel. Sonst versuche ich natürlich auch antizyklisch Chancen zu finden im Value-Bereich, wo halt niemand zurzeit investieren will, aber ich an den Turnaround glaube. Und sonst ein wenig in Zukunftsthemen, wo man halt versucht,
KI, Cybersecurity, sind das so Themen für dich? Nein, mein Themen sind mehr Value, also Dinge, was für mich mehr greifbar sind, vom Tech-Bereich. Was mir nicht gefällt, ist dort einfach die hohe Bewertung und manchmal sind dort meistens sind Aktien oder zurzeit sind Aktien mit den 10, 20, 30, 50-fachen von Umsatz bewertet und das ist mir dann zu viel Risiko. Zum Beispiel so eine Nvidia gerade, meine, die ist natürlich enorm teuer geworden. Da lässt du die Finger raus. Ja, man muss die Nvidia von morgen suchen. Also dort kann man auch noch die letzten vielleicht 10, 20, 30% mitmachen, aber die Konkurrenz wird größer werden. Und das Wachstum wird irgendwann kleiner sein und die Börse funktioniert so. Jetzt glauben alle, 50% Wachstum muss Nvidia weiterhin haben und wenn dann nur 45% Wachstum ist, dann ist Enttäuschung und die Aktie fängt an abzubröckeln, so wie es bei Tesla ein wenig über die letzten Jahre passiert ist. Du bist ja nicht umsonst in Frankfurt. Nein, du nimmst an einer großen Konferenz, Value-Konferenz, teil hier in Frankfurt und zwar vom Hause Akatis mit Hendrik Leber als CEO an der Spitze, Stefan Risse, Kapitalmarktexperte, mit bei denen im Haus. Aber die legen ja strikt und streng nach der Philosophie von Warren Buffett an. Ja? Und Buffett ist ja so ein bisschen auch in der Bericht, was er nicht kennt, kauft er nicht. Er kauft nur das, was er kennt, was er selber benutzt. Ist das bei dir so auch so? Wie zum Beispiel, wir wissen ja, Warren Buffett, großer Freund von Coca-Cola, weil er Vanilla Coke liebt. Früher war es für mich auch zu 100% so, alles, was ich nicht angreifen kann, investiere nicht, aber die Welt dreht sich immer schneller und man muss auch bereit sein für Neuigkeiten. Es kommen immer neue Technologien am Markt, die, was man ja selber auch nützt, vor allem ich auch, wenn ich reise. Früher hat es Zoom, WhatsApp, Dating-Apps, Cloud-Speichern und alles oder Uber, also Car-Service nicht gegeben. Und von diesen Sachen benutze ich ja auch viele Sachen und deswegen muss man schon auch offen sein für Neues. Aber grundsätzlich ist für mich einfach die Bewertung wichtig, weil die Bewertung mir einfach dann das Risiko nimmt. Und ich investiere auch in keine Wohnung, was mir 1 Million Euro kostet und wo ich nur 1 Euro an Miete bekomme. Deswegen, es macht eigentlich, man muss sich nur so umrechnen, man darf eigentlich solche Sachen nicht kaufen. Oder es gibt 15.000 Kryptowährungen, die braucht kein Mensch. Und auf Deutsch gesagt ist das dann so, wenn man in eine Kryptowährung Y investiert, wie wenn man, keine Ahnung, einen Kerzenständer, ein Blatt Papier kauft oder einen einfach ein Gegenstand, was wirklich nichts wert ist, aber man muss noch einen Doferin finden, der was dafür mehr bezahlt. Und deswegen ist die Bewertung umso wichtiger. Ist denn Krypto ein Thema für dich oder bist du da ganz raus bei Warren Buffett und vor allen Dingen Charlie Munger, der Herr hab ihn selig, ist ja gerade erst verstorben, war da ja komplett raus. Ja, die haben gesagt, das ist Teufelszeug, das möchten wir nicht. Ich auch, nie nichts gemacht. Nie gemacht? Nein. Wird auch keine Versuche. Leider habe ich diesen Hype verpasst und wie ich vorhin gesagt habe, meistens ist es ungefähr so, alle 20 Jahre kommt ein richtiger Börsenhype mit einem neuen Thema. Damals im Jahr 2000 war es einfach Internet und Telekommunikation und einfach Tech. Und jetzt war es halt vor allem Krypto. Wer weiß, was in 10 oder 15 oder 20 Jahren ist, aber ich war nicht dabei. Aber mir tut auch nicht der Bauch weh, weil es gibt immer neue Chancen. Man muss die dann nur erkennen und da bin ich halt dann vielleicht bei der nächsten dabei. Wie sieht es denn aus mit Länderallokation, wie wir immer sagen? Ist dein Interesse mehr auf Deutschland gerichtet, wegen der Dividendentitel oder mehr auf Amerika? Du hast das Thema die Magnificent Seven ja schon angesprochen, die Amazons, die Netflix, die Googles, die Apples dieser Welt. Oder setzt du auch mal einen Blick oder einen Fuß nach China, nach Japan rein? Also die amerikanischen Titel, die was vor allem schwer gewichtet sind in MSCI World, die sind mir eher zu teuer, da sehe ich weniger Chancen. Ich glaube auch intern werden dann mehr Rotationen vielleicht stattfinden, wo dann der S&P irgendwie limitiert ist. Und diese Firmen haben irgendwie vielleicht die besten Zeiten schon hinter sich. Wenn man auch die Statistiken anschaut, von den Lebenszyklus von einer Firma, meistens nach dem 30. Lebensjahr haben die Firmen Mühe, das Wachstum zu halten. Und all diese Firmen sind irgendwo in diesem Zyklus. Plus ist die Bewertung in Amerika am teuersten, Europa um einiges tiefer und China noch billiger. Interessant ist aber auch zu sehen, wie ist eigentlich die Investmentquote der Privatpersonen. Und in Amerika sind 58% in Aktien investiert, in Europa mittlerweile glaube ich 17% und in China 7%. Und dort sieht man auch, warum die Bewertung dann tief ist. China gibt sicher antizyklisch gute Chancen.
Vor allem, weil die Firmen gute Gewinne schreiben und somit attraktiv bewertet sind. Mhm. Und vor allem, weil der Mittelstand in China extrem wachsen wird. Viele analysieren nur, wo wird die Weltbevölkerung am meisten wachsen, aber nicht, wo wächst der Mittelstand, weil der Mittelstand ist für den Konsum zuständig. Und deswegen finde ich schon interessant, antizyklisch auch in Länder zu investieren, wo momentan nur schlecht geredet wird, weil wenn man auf Titel, auch wie in China, schaut, wer ist investiert, dann findet man wirklich in den großen Titeln auch ganz wenig Fonds, die was überhaupt dort noch beteiligt sind, weil einfach über Jahre das Thema schlecht geredet worden ist. Bist du denn dann eher in Aktien, Einzelaktien investiert oder nimmst du dieses Konstrukt eines ETF? Einzelaktien. Einzelaktien. Meine Favorites sind im Moment die Utilities, also die Versorger. Ich sehe dort die größten Chancen. Die Bewertung ist attraktiv. Also da sprechen wir mehr oder weniger in alle Titel bei einem KGV von 10, Dividendenrendite von 5, 6, 7, 8. Und das Wachstum irgendwie für die Zukunft, glaube ich, ist auch gegeben. Und wenn man anschaut, die Versorger, die sind in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht gelaufen. Also die kauft man heute im gleichen Niveau wie vor 20 Jahren oder noch tiefer. Aber früher oder später geht immer wieder alles. Das hat man vor allem bei den Banken gesehen. Und ich glaube, bei den Versorgern ist es ähnlich, weil durch das Mining, durch die künstliche Intelligenz, durch das E-Auto wird einfach in Zukunft mehr Strom verbraucht werden. Ja, kommen wir mal aufs Persönliche. Du hattest ja 2011 einen ziemlich schlimmen Unfall auch, hast dich da aber auch hervorragend wieder rausgekrabbelt, rausgekämpft. Ich meine, ist ja an der Börse manchmal auch nicht anders. Da hat man auch mal ein Investment, was einem total in die Hose geht. Wie gehst du dann mit sowas um? Ja, also verlieren hilft zu gewinnen. Das Wichtige ist einfach, dass man Ende von Tag die Analyse macht oder Ende von Jahr, was habe ich richtig und was habe ich falsch gemacht. Und aus denen muss man lernen. Vollkommen richtig. Jetzt bist du ja auch, und das ist ja auch bekannt, Werbetestimonial für einen großen Unterwäschehersteller, nämlich Intimissimi, und vor allen Dingen auch für Emporio Armani. Du hast selbst Giorgio Armani persönlich kennengelernt. Sind das auch Sachen, die du privat so trägst? Natürlich, also Calzedonia ist mein Hauptsponsor, also Falconeri und sonst habe ich das Glück, mit vielen tollen Brands zusammenzuarbeiten, egal ob das Getränkefirmen sind oder Uhrenfirma. Was ja, wenn du deine Skianzüge anziehst, da sind ja 20 Papal drauf, wie ich so sage. Ja, genau, das ist ja Wahnsinn. So ist das. Ja. Deswegen ist auch schön, wenn die Leute einen können, kennen, nicht nur in der Skibekleidung und mit Helmen, sondern auch mit Anzug oder in der Unterwäsche. Habe ich gesehen, gibt es auch, Anzug, Unterwäsche, tolle Sportklamotten halt eben und auch dazu. Ja, ja, das ist schon schön, die Kombination einfach Sportler zu sein. Und ich muss sagen, ich habe Riesenglück, das immer noch machen zu dürfen. Ja. 365 Tage im Jahr machen dürfen, das, was ich am meisten liebe. Und das ist Sport machen, durch die Welt reisen, mich fit halten und Weltcup fahren. Du machst ja auch viel im Bereich Trekking, bist du unterwegs, Radfahren. Fischen heißt ja Angeln bei uns. Ja. Heißt das, ist mal was für die Ruhe dann, oder was? Genau, oder Pilze suchen. Also Pilze suchen, habe ich gelesen. Ja. Kochst die Pilze dann auch selber? Ja, absolut, die sind das beste Vitamin D für den Winter dann. Okay. Na, also ist wichtig, dass man, ich bin naturverbunden, also in Südtirol ist die Natur so wunderschön und es gibt so viele schöne Platzland und Almhütten und dort komme ich wirklich zur Ruhe und genieße es dann immer, wenn ich auch zu Hause bin, damit ich wieder kann klare neue Gedanken sammeln und neue Investmentstrategien sie einfallen lassen. Apropos Strategien, wo ziehst du deine Informationen raus? Ich meine, vor 25 Jahren, da war ja noch nicht allzu viel mit dem Internet, da haben wir ja noch Zeitung lesen müssen, da haben wir die Kurse teilweise noch über die Laufbänder gelesen. Wie hast du das damals gemacht mit deinen Informationen? Also ich habe eigentlich viele Bücher gelesen, egal von Warren Buffett oder Costoyani oder auch Bücher, die was über Bilanzanalysen sprechen. Aktuellere Informationen hole ich mir eigentlich über Dataroma, zum Beispiel das Portfolio der Superinvestoren oder über Twitter, wo man eigentlich auch schnell viele Neuigkeiten findet, sowie über verschiedene Homepages oder einfach Seiten, wo sie dann Google oder auch die künstliche Intelligenz nutze, um Informationen zu sammeln, vor allem über Statistiken und Zukunftsprognosen. Also du liest sehr, sehr viel nach wie vor, um halt eben gerade eventuell mal so eine kleine Nischennachricht rauszukriegen, wo halt eben aus den kleinen Fohlen dann mal Rennpferde werden könnten. Das hat ja seinerzeit Beate Sander gesagt. Ja, ich muss nochmal nachfragen, und zwar in dem Bereich Sport, wirst du dich ja generell auskennen, dieses Jahr EM, Fußball, ist das auch so eine Klasse für dich, wo du dich interessierst? Interessiere mich weniger, ich versuche dann mehr Zusammenhänge zu finden, was kann das für die Börse nützen und
durch das wird sicher das Wirtschaftswachstum in Deutschland um eine Kleinigkeit besser sein, aber vor allem wird in vielen Foren oder Internetseiten oder Zeitungen gesprochen, welche Aktien werden profitieren. Und vielleicht ist manchmal interessant, antizyklisch dann zu handeln und sagen, okay, investiere jetzt schon vorhinein in diese Aktien, weil durch die Visibilität werden dann diese Aktien um einige Prozente steigen können. Du bist italienischer Staatsbürger. Wie sieht es denn generell in Italien mit dem Anlageverhalten aus? Wie in Deutschland sagen wir mal, wir haben viel zu wenig Deutsche, die am Aktienmarkt partizipieren, die Chancen erkennen. Wie ist es dabei den Italienern? Genau so. Mhm. Also im Sportler, ich habe viele Sportlerkollegen, die informieren sich eigentlich jetzt schon nach und nach mehr und wir ratschen dann auch am Tisch immer mehr über Börse, aber generell viel zu wenig und in die Leute ist gar nicht bewusst, dass das Geld am Bankkonto immer weniger wird und dass man eigentlich von Weltwirtschaftswachstum nur so profitieren kann, indem man sich an Unternehmen beteiligt und in die Menschen ist gar nicht bewusst, wie viel Geld eigentlich gedruckt wird und somit wie viel Geldentwertung wir eigentlich tatsächlich haben. Und das kann man nur dann ausgleichen durch Investitionen in Aktien oder in Sachwerte. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Christoph Innerhofer heute an der Frankfurter Börse hier bei der Aktienlust zum Investment Talk. Hat uns doch einiges an positiven Gedanken jetzt mit auf den Weg gegeben, vor allen Dingen halt eben zu lesen, sich in der Welt umzuschauen und halt eben nach wie vor neugierig zu bleiben. In diesem Sinne, ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Das war die Aktienlust mit Mick Knauf, der Investment Talk.